Hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Sword Art Online Memory Deep Rock. Herzlich willkommen. Ja, in der letzten Folge haben wir den Anfangs-Story-Quatsch geschafft. Wir haben sozusagen im Grunde die allererste Folge gespielt und nun sind wir endlich im Hauptmenü. Okay. Meine Maus ist bereit. Ich hoffe, ihr auch. Ich habe natürlich keine Ahnung, was hier überhaupt abgeht. Wir kriegen hier irgendwas. Das ist richtig cool. Keine Ahnung, warum wir das kriegen. Ein neuer Monat hat begonnen. The boss is on the floor. Have you been found? We should new party members to help defeat. Also wir sollen natürlich eine neue Party zusammen gründen, weil der erste Boss wurde gefunden. Oh! Hey Kibo! Suchst du nach neuen Freunden, die mit dir zusammen kämpfen? Ja, also sie helfen uns halt sozusagen neue Leute und wir können sie halt für unsere Party halt ins Team nehmen. Ah, wir kriegen jetzt irgendjemanden oder was? Ja, und es ist Yuki! Wir bekommen Yuki! 3 Sterne. Okay, das erinnert mich eigentlich schon so ein bisschen an ein anderes Mobile-Spiel, was ich aktuell persönlich spiele. Und zwar Bleach. Moment. Wie heißt das? Heißt das einfach nur Bleach? Nee, ne? Kann ich mal ganz kurz nachgucken. Es heißt, ja, Bleach Brave Souls, genau. Und das spiele ich selber. Und da kann man anscheinend, da kann man auch Charaktere supporten, die man jetzt nehmen kann und anscheinend ist das hier auch. Ja, und wir können jetzt halt Yuki halt in die Party nehmen. Ja, jetzt können wir unsere Party wählen. Added Party. Und Achso, ich muss erst den Slot da andrücken und dann den Charakter wählen. Alles klar. Und dann kann ich auf Quest gehen. Also ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch hier so sein, dass wir tatsächlich auch für neue Charaktere bezahlen können. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Silica unbedingt eine besondere Form von Silica haben wollen, dann müssen wir hier sozusagen, wenn ihr FIFA jemals gespielt habt, Packs halt ziehen. Also sozusagen, wir müssen Characters ziehen. Ihr seht hier zum Beispiel die Sterne. Und ich kann euch das jetzt erstmal nur so erzählen, wie das in Brave Souls so ist. Und zwar könnt ihr halt einfach tatsächlich auch mit Echtgeld Charaktere kaufen, die dann halt verschiedene Sterne haben. Aber natürlich ist es glücksbasierend, was ihr für Charaktere bekommt. Und je mehr Sterne die haben, desto stärker sind sie. Und natürlich müsst ihr diese Charaktere auch aufleveln. Könnt ihr aber auch Equipment geben. Also hier zum Beispiel, wir haben den schlechtesten Kirito, der aktuell bei uns auf Level 2 ist durch die erste Folge. Und jetzt haben wir halt Yuki, der hat 3 Sterne und die ist halt stärker. Und wir könnten uns rein theoretisch entweder durch viel Questen im Spiel oder halt durch Echtgeld könnten wir uns halt sozusagen Spieler kaufen. Um es mal so zu sagen. Ob ich Spieler wirklich kaufen werde, weiß ich noch nicht. Und genau, hier ist dann halt die Story, die wir dann machen können. Hier die erste Story-Mission haben wir schon gemacht. Also es ist halt erstmal noch ein kleines Tutorial, was wir machen. Was? Ach so, okay. Ich dachte, es ist halt direkt eins. Moment. Ja. Achso, Port. Und wir bekommen halt anscheinend am Ende immer Bonusmaterial. Ja, ja, ich denke mal, das ist tatsächlich so wie bei Bleach Brave Souls. Ja, klar, wir können natürlich da Skills auch einsetzen. Aua! Aua! Nein! Das kann natürlich auch sein. Clear! Okay, wir müssen immer so eine bestimmte Monsteranzahl besiegen. Natürlich ist es für mich ein bisschen schwerer hier zu spielen, weil ich halt mit der Maus spielen muss und klar, mit dem Touchpad ist es natürlich einfach. Okay, ich kann jetzt warum auch. Oh, okay, starkes Schweinchen. Also ich werde wahrscheinlich sehr oft in diesem Spiel sterben. Nein! Ah, komm.
Wieso sind die so stark und warum kann ich mich angreifen? Komm, krepier. Also ihr werdet es wahrscheinlich in diesem Spiel deutlich einfacher haben. Nein, ich bin paralysiert. Nein, besiegt. Nein, aua! Hallo! Ja, ihr seht schon. Hä, warum? Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die sich heilen können. Ah, jetzt kann ich meinen Skill einsetzen. Warum sterben denn die nicht? Okay, den haben wir besiegt und wir müssen halt wahrscheinlich immer eine bestimmte Anzahl von Monstern besiegen. So ist es. Also wie gesagt, ich habe hier große Probleme, aber ihr werdet wahrscheinlich hier sagen, oh Mann, ey Flui, wie einfach ist das denn? Aber ihr müsst euch halt einfach die Steuerung vorstellen mit der Maus und dann das vorstellen mit dem Handy. Und wenn ihr halt per Touchpad habt, dann ist das natürlich deutlich einfacher, wenn ihr die ganze Zeit mit der Maus euch bewegen müsst. Und ja, ich bin auch kein wirklicher PC-Spieler und deswegen kann es hier auch zu Problemen kommen. Leider kann man hier kein Gamepad anschließen, warum auch immer, was ich überhaupt nicht verstehen kann. So, 1. Dezember 2022. Das Spiel hat begonnen, ein Monat ist mittlerweile vergangen und selbst schon 2000 Menschen sind gestorben. Und wir haben noch nicht mal die erste Ebene geschafft. Floor übersetzt sich übrigens immer mit Ebene. Ich war einer der Beta-Tester und selbst ich habe noch nicht mal den Bossraum gefunden. Ich werde auch hier nicht direkt synchronisieren, sondern ich werde euch einfach das vorlesen, weil ich muss das übersetzen und dann noch synchronisieren. Uah, Hölle. Genau. Und heute ist es endlich soweit. Wir machen ein Treffen, wo wir den Bossraum und natürlich den ersten Boss besiegen wollen. Also wir haben jetzt sozusagen den ersten Bossraum gefunden. Und jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe, den Boss zu besiegen. Okay, obwohl ich so schlecht war, bekomme ich einen S-Rang. Heftig. Keine Ahnung, was immer so das Beste ist. Ich denke mal, aber Keule ist immer das Beste. Ist halt immer mal eine Glückssache. Dann mach mal die Truhe auf. Ha! Ich hab Keule gesucht. Keine Ahnung, was das Beste ist. Okay, XP Potion wäre natürlich nicht schlecht gewesen. So, finish es hier. Okay. Ja, also ich werde anscheinend hier noch ein bisschen Alpha heben. Okay. Ich dachte eigentlich, dass man hier nur Sword Art Online spielt, aber anscheinend kommt man auch später in Alpha Heim. Und in GTO, wir müssen es einfach mal sehen, ich habe keine Ahnung. Ach so, hier habe ich... Okay, stimmt. Klar, das ist auch sowas, was es in Brave Souls gab. Es gibt halt verschiedene Tagesquests und bestimmte Quests, wo man halt einige Items bekommen kann. Und genau das gleiche gilt jetzt hier. Wir haben jetzt einige Quests geschafft. Hier zum Beispiel. Ah, okay, tatsächlich. Es gibt tatsächlich auch die Quest, die Story-Reihe mit der Fairy Dance-Reihe. Also, das heißt sozusagen Alpha Heim. Hier seht ihr zum Beispiel Complete, diese Fairy Daughter, Fairy Dance, Kirito. Hier gibt es halt verschiedene Missionen, die wir erfüllen müssen. Da gibt es halt auch diesen Balken, wie ihr gerade seht. Was wir dafür machen müssen, steht dann halt alles. Also ich kenne das alles schon. So ein bisschen von der Thematik her. Oh. Nightreal Asna? Was ist das? Fairy Dance Kirito? Habe ich die jetzt bekommen oder was? Das ist nice. Ah. Ich habe jetzt natürlich noch ein paar alte Member. Town, okay. Kann ich jetzt ein bisschen selber umgucken oder sagt mir das Spiel, ja, nee, ich will dich immer noch ein bisschen was zeigen. Nee, alles klar. Dann schauen wir uns das mal an. Habe ich jetzt tatsächlich Kirito und Asuna bekommen? Edit the Party, muss man ja gehen. Tatsächlich, ich habe
Aha, den Kirito kann ich aber noch nicht benutzen. Aber die Asna. Ah ne, hier, stimmt, ich muss das ja so machen. Weil ich kenne das immer noch von aus Dingens. Aus Brave Souls, da musst du halt die Charaktere nehmen und den hier so hinziehen, aber hier ist es anscheinend ein bisschen anders. Wie sieht denn die. Alles klar. Okay. Ach ja, stimmt. Ich glaube, das ist nämlich ein Bonus. Und zwar ist es ein Bonus-Asna, die man bekommt. Und wir können ja auch verschiedene Team-Member zusammenstellen. Also diese Asana bekommt man am Anfang immer gratis dazu. Stimmt, das wurde damals im ersten Trailer gezeigt. Das war aber ein japanischer Trailer, deswegen habe ich das nicht so verstanden. Aber diese Asana bekommt ihr immer. Also selbst wenn ihr absoluter Anfänger-Noob seid, ihr bekommt diese Asana hier. Und die hat 5 Sterne, krass. Keine Ahnung, was der stärkste ist. Okay. Also ich kann die anscheinend irgendwie auch aufstufen. Hm, stimmt. Und je bessere Characters man hat, natürlich, desto besser wird das hier. Oh, da sind sogar andere Leute. Das ist Friends, das ist Alexandro, das ist Kirito, das ist da was zu streamen. Schauen wir uns das mal an. Ist das tatsächlich so, dass ich tatsächlich zum Beispiel auch echt Geld bezahlen könnte? Das ist halt so ein Brave Souls gewesen. Oder sind das hier diese Quests, die ich machen kann? Es gibt nämlich auch in Brave Souls solche Tagesquests. Und da kannst du zum Beispiel sagen, okay, komm. Aber nee, kann ich jetzt hier nicht anklicken. Ich dachte, Details klein. Ach so. Diese Charaktere sind denn enthalten. Aha. Verstehe. Ah, wie war es hier? Was ist Trivia an Skills? Das habe ich jetzt einfach mal geklickt, weil ich einfach mal wissen wollte, was es ist. Ich habe keine Ahnung, was sie gemacht hat. Was? Nein, so wollte ich das eigentlich nicht. Ja, und hier würde ich Asna und Kirito kriegen. Aber halt ein Alpha-Held, ne? Wie kriege ich die? Aber steht nicht wirklich da, wie man die kriegt. Vielleicht schaltet die man mal nach einer Zeit frei. Ach nee, ah, hier steht's. Ich muss das tatsächlich mit diesen komischen Teilen da bezahlen. Oder? Also hier mit diesen komischen Kristallen, die wir schon am Anfang erhalten haben. Warte mal, ich klicke nochmal auf Details. Zum Beispiel ihn. Wie kann ich ihn kaufen? Weiß ich nicht. Egal. Lassen wir uns erstmal. Was ist das? Ah, ach, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Alles klar. Und zwar, nein, jetzt habe ich das aus Versehen gemacht. Ja, verdammt. Nein, das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ja, ich erkläre es euch gleich. So, schauen wir doch erstmal, welchen Charakter wir bekommen. Als ob. Den Lappen. Ich wollte doch gar nicht kaufen. Also, es ist tatsächlich so wie in Brave Souls, in Bleach Brave Souls. Und zwar sind das tatsächlich Tagesaktionen. Diese Characters können tatsächlich drin sein. Also wir können hier zum Beispiel Charaktere aus Alpha Helm Reborn bekommen. Und dann bekommen wir halt diesen Kirito und diese Asna. Aber wir können auch hier diese Characters bekommen. Das sind halt solche Tageschallenges, die halt nur für eine kurze Zeit verfügbar sind, und da wird es wahrscheinlich auch wie in Brave Souls zu sein, dass es mal abgedatet wird und man zum Beispiel, wenn Ordinance Gale draußen ist, dass man hier zum Beispiel Ordinance Gale Characters kriegt. Und man kann tatsächlich Characters kaufen, und zwar indem man diese komischen Diamanten, also diese komischen Diamanten da, die wir da benutzt haben, benutzt, und dann kauft man hier sich tatsächlich einen Spieler. Alles klar, ich habe mich tatsächlich verklickt. Und man kann halt verschiedene Characters bekommen. Hier können wir zum Beispiel 11 Characters kaufen, wenn wir 250 von diesen Teilen haben. Haben wir natürlich nicht. Und wenn ich das richtig verstanden habe,
können wir rein theoretisch auch diese komischen, genau, tatsächlich ist es tatsächlich so wie bei Dingens, wir können diese komischen Teile auch tatsächlich kaufen, wie ihr sehen könnt. Mit Echtgeld logischerweise. Hier, ihr seht es mal. Zum Beispiel 250 könnten wir 11 Characters kaufen, aber wir müssen halt, ihr seht es, 33,99 Euro Echtgeld bezahlen. Also das heißt, man kann hier Echtgeld bezahlen, aber was ich das hier verstehe, das verstehe ich eigentlich noch nicht. Warum kostet das? Warum sind hier 50 Teile und sie kosten nur 99 Cent? Hier sind 25, vielleicht sind das solche Aktionen, solche Rabattaktionen, das kann ich mir auch vorstellen. Aus Stereo gibt es auch, ich kann ja auch durch die Gegend laufen, durch die Stadt, cool. Achso, das sind wahrscheinlich dann die anderen Leute, die online sind. Vielleicht seht ihr euch hier gerade selbst. Also falls ihr das seht, hey, jo, das, ey, guck mal, Flui, das bin ich. Und schreibt mir gerne in den Kommentaren, wenn ihr das seht. Oh, guck mal, Flui, das bin ich da vorne. Das bin ich, das bin ich. Was? Nee, ich wollte jetzt gar nicht. Ich wollte jetzt eigentlich Mission weitermachen. Und rein theoretisch könnten wir diesen Keybogen mit in den Party nehmen. Eigentlich wollte ich jetzt Mission machen. Also sozusagen Mission, ne? Da, Mission. Nee. Das sind die Missionen. Ach nee, stimmt, das musste ich ja unten anklicken. Genau, das sind die Missionen, die wir machen können und die Quests, die wir machen können. Und hier haben wir jetzt zum Beispiel Multiplayer, den wir dann später auch machen. Das heißt, dass wir mit anderen Online-Leuten zusammenspielen können. Als Beispiel. Aber natürlich ist unsere Hauptaufgabe, hier weiter das Spiel weiterzuspielen und... Okay. Keine Ahnung. Aber schauen wir uns mal das Boss Raid Meeting an. Also das heißt, wir werden wahrscheinlich immer... Also es wird tatsächlich dann immer so sein, dass wir immer einen Teil der Story spielen, aus der Serie. Und dann müssen wir halt gegen ein paar Monster kloppen. Und dann geht es halt im Grunde schon weiter. Okay, Leute. Jetzt seid ihr alle hier. Lasst uns mit dem Meeting starten. Mein Name ist Diavel und das ist und in diesem Spiel ist es mein Job. Habe ich die Rolle als Krieger. Hahaha. Alter, so einen Job gibt es in diesem System, in diesem Spiel gar nicht. Hier ist die Sache. Unsere Party hat heute den Bossraum gefunden. Wenn wir den Boss besiegen, können wir zur Ebene 2. Der nächste Schritt für uns alle. Wir können nicht die ganze Zeit warten in der Stadt der Beginner. Wir können dieses Spiel besiegen. Tatsache ist, dass hier sich viele fähige Spieler hier befinden. Oder seht ihr das nicht so? Yeah. Wow. Ich bin froh, das von euch allen zu hören. Nun lasst mich erzählen, wie wir diesen Boss besiegen können. Als erstes werden wir ein Team bilden, und zwar aus 6 Partys. Warte, was? Das ist schlecht. Wurdest du auch ausgeschlossen, ha? Nicht wirklich. Es scheint nur, als würden sich die anderen Leute hier sehr gut verstehen und scheinen Freunde zu sein. Du bist also auch ein Solo-Spieler? Willst du mit mir eine Party bilden? Natürlich nur während des Kampfes. Okay.
Name ist Asna? Ein Mädchen? Alles klar, sieht so aus, als hättet ihr ein Team gebildet. Nun dann. Moment mal! Mein Name ist Kibao. Verstanden? Bevor wir zum Boss gehen, möchte ich etwas von der Seele reden oder von der Brust. Eigentlich steht da ja Brust, aber für mich ist es, ich möchte was, irgendwas von der Seele reden. Wir alle wissen über die toten Spieler, richtig? Einige von euch sollten sich bei den Toten entschuldigen. Hä? Am Tag, als dieses bescheuerte Arschspiel begonnen hat, gab es einige Beta-Tester. Und jetzt sind sie verschwunden, richtig? Diese Leute haben uns im Stich gelassen. Sie haben sich die besten Suchort halt, um Items zu sammeln, gesucht und haben sich zu Beginn einfach die einfachsten Quests geschnappt. Wir hatten nicht mal die Chance, stärker zu werden hier. Diese Leute sollten sich entschuldigen und all ihr Geld und ihre Items hergeben. Ich kann mit niemandem eine Party bilden, den ich nicht vertraue. Warum sollten wir sowas tun? Kann ich etwas sagen? Mein Name ist Ägil. Kibao, hast du dieses Guidebook, dieses Guide hier bekommen? Du hast doch auch dieses Guide hier bekommen, richtig? Die ehemaligen Beta-Tester haben hier alles reingeschrieben und es ist kostenlos im Itemshop zu erhalten. Jeder hat die Möglichkeit, auf diese Informationen zuzugreifen. Ach, trotzdem sind so viele Leute gestorben. Die ganzen Leute, die hier gestorben sind, aus ihren Fehlern sollten wir lernen. Ich bin hier, weil ich herausfinden möchte, wie man den Boss besiegt. Tja. Okay, kommen wir. Okay, können wir jetzt zurück zum Meeting zurückkehren? Alle Infos zum Boss sind allein hier. Der letzte Eintrag des Guidebooks verrät das. Laut dem Buch ist der Name Ilfang, der Koboldlord. Er ist umgeben von kleineren der Ruinenkobolde. Er benutzt eine Axt und hat seine Beschützer. Wenn seine KP im roten Bereich sind, also seinen letzten KP, dann wechselt er zum Talwall. Das war's mit dem Treffen. Wir treffen uns am Morgen. Das Meeting ist vorbei. Oh, und ich bekomme einen Diamanten. Juhu! It's almost time to finish. Okay, ich sollte meine Party bearbeiten. Ist jetzt Asna etwa dabei?